Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir mal zur Baba wieder zurückkehren. Und mal schauen, was sie jetzt noch so Schönes denn für Aufgaben für uns hat, falls sie Aufgaben hat. Und wir müssen dann wirklich nochmal ein bisschen gucken, dass wir uns vielleicht nochmal den ein oder anderen Behältnis hier mal zuholen, ja. Hier hinten ist aber auch immer viel Action los. Keine guten Vorzeichen, glaube ich dir. Ja, verdammt. So. Oh, sie hat schon wieder einen neuen Mond. Hm. Beste Händlerin im ganzen Game. Bei der kaufe ich immer gerne ein. So, hier kriegst du auch nochmal ein bisschen was, damit ich was zur Retour kriege. Hier sind deine... Vergiss bloß unsere Abmachung nicht. Jetzt nicht. Die Baba und ich unterhalten uns. Wir machen später weiter, Corvus. Wir sollten den jungen Mann nicht warten lassen. Schön. Aber denk an meine Worte. Nun, gibt's Probleme? Geht dich nichts an. Mach dir bitte keine Sorgen. Na, wie du meinst. Bitte sehr. Hier hast du die gewünschten Augen. Perfekter Zustand, sehr gut. Du hast dir deinen Lohn wirklich verdient. Na denn. Jagen abgeschlossen. Nachtquest. Hm? Holen wir mal bis zur Nacht vor. Und da ich vorgespult habe. Ah, schade. Was kann ich für dich tun, Baba? Du wirst zunehmend respektlos. Nimm dich in Acht, Bürschchen. Corvus, nicht so unhöflich. Du wirst selber immer respektloser. Hast du vergessen, wer hier das Sagen hat, Hexe? Muss ich dich daran erinnern? Was habt ihr zwei denn? Irgendwas stimmt doch da nicht. Raus mit der Sprache. Das geht dich immer noch nichts an. Corvus hat recht. Wir müssen uns aufs Geschäft konzentrieren. Ich habe wieder einen großen Auftrag reinbekommen. Heißt also nichts einsammeln, sondern Fallen stellen. So ist es. Geh zur GRE-Insel. Dort findest du einen großen Schwarm Infizierter. Du musst zwei Kreaturen in der Falle fangen. Zwei in einer. Kapiert. Die Versorger haben die Falle bereits ausgelegt. Aber sei vorsichtig. Diese Monster werden es dir nicht leicht machen. Leicht kenne ich gar nicht, Baba. Okay. Zwei in einer Falle. Ne, dann gucken wir erstmal. Wobei, ich lasse das Licht lieber an. Einfach jetzt schnell hier durch. Klimaanlage nehmen hier. Schlechte Entscheidung. Nicht so ganz. Oh, vorsichtig bleiben. Alter, ein Schattenjägerpaar nach dem anderen hier. Die wollen es ja heute richtig wissen, wa? So, da hinten ist die GRE-Insel. Und mir geht langsam die Ausdauer aus. Na komm, ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen. Oh, das war knapp. Machen wir ja erstmal hier lieber eine Flussfahrt, oder? Aber jetzt muss ich erstmal da oben zur Brücke. Da hinten ist einer. Dich muss ich einmal kurz ignorieren.
Und dann gucken wir hier mal. Okay. So, sind zwei drin. Eigentlich sind noch zwei drin. Warum kann ich den Knopf nicht drücken? Das hat nicht so ganz geklappt hier. Du bist, glaube ich, nur ein Beißer, ne? Ah, dann ist der andere außen rumgelaufen, ne? Ist nicht so geil. Na, 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 na. Gut, ihr macht jetzt nicht so viel Schaden, aber trotzdem. Bin gerade am Überlegen, das mit Tarnung gleich zu machen. Eieieiei. Probier mal aus. Das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle, war. Da war mir jetzt nur ein drinne und der andere will halt nicht. Sobald ich ihn jetzt aber trete oder ähnliches, klappt das nicht mehr. So, schon mal Regeneration reinpacken. So, nehme ich euch mal raus hier. Naja, ist nicht so schlimm. Jetzt hat's aber geklappt. Das Schild hilft. Und Regeneration. So, jetzt sind wir ja wieder zurück. Und zwar nachts. Was war denn hier? Ach stimmt, Täuschkörper hätte ich auch schmeißen können. Ja, wer kommt denn jetzt auf so eine Idee? Geh mir aus dem Weg. Hab doch keine Zeit hier. So, laufen wir wieder hier lang. Nicht so ganz. Na, eigentlich kann ich mir ja jetzt auch den Rest des Weges jagen lassen, oder? Aber was soll schon bei rauskommen? Außer, dass ich mal ein bisschen Schrott krieg. Und EP! Na komm. Wir laufen mal eine Runde. Ist aber schnell. Ja, aber wenn wir mal ein bisschen hopsen, was denn? Dann seid ihr nicht mehr so schnell, wa? Und los, kommt!
Jetzt sag mir nicht, dass ich euch jetzt schon verliere hier. Nee, ich bin da so schnell, bin ich nun wieder auch nicht. Nun kommt. Renn ich dich einfach um? Jagd ist vorbei. Naja. Dann gehen wir mal in Sicherheit. Ging er jetzt schneller als gedacht. Ah, sie hat einen neuen Mohn. Mohn ist immer was Schönes. So. Ach nee, halt. Aiden, wie ist's gelaufen? Zwei tollwütige Virusträger, hübsch verschnürt und transportbereit. Großartig. Aus ihren lebenden Organen kann ich diverse Tränke und Substanzen erstellen. Du hast heute eine Menge Leben gerettet, Aiden. Villador ist dankbar. Oder was davon übrig ist. Das Übliche also. Das Übliche also. Neue Nachtquest. Na denn? Bis zur Nacht vorspulen. Was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Ich guck schon gar nicht mehr nach, was wir kriegen. Oh. Infizierten Pfeil. Aufputschmittel Zähigkeit habe ich also jetzt gekriegt, ne? In Stufe 1. Na, ist okay. Ist okay, nehmen wir mit. Ach, schade. Na, welche Monsterinnereien brauchst du heute? Ich brauche die Schweißdrüsen einer seltenen Kreatur. Selten, aber neulich aufgetaucht, was? Neulich, richtig. Sie kommt nur nachts raus und ist nicht zu übersehen. Mit dem Sekret dieser Drüsen kann ich diverse Düfte zum Anziehen und Abstoßen von Infizierten anfertigen. Aber pass auf, Aiden, sie kommt nur nachts raus. Und sie hat auch sonst noch den einen oder anderen schockierenden Aspekt im Angebot. Spannend. Ich bin bald zurück. Wann haben wir denn heute? Überlader. Aha. So weit ist der jetzt nicht weg. Ah. Erstmal jetzt hier überall hochkrepseln. Okay, dunkle Höhle. Ah, gucken wir mal. Da soll nachts der Überlader sein. Ihr seid aber alle nicht überladen. Uiuiui. Na, na, na. Lass mich mal. Erwischt. Na komm. Autsch. Fügt er sich jetzt die ganze Zeit Selbstschaden zu? Nee. Hat er sich nochmal schnell umgedreht? Achso. Hatte ich schon drin? Verdammt.
drehst dich ein bisschen zu schnell um, mein Kollege. Na, aber jetzt lass mich doch wenigstens mal kurz stehen hier. Moment mal. Ja, er kommt da einfach durch, schade. Gut, Baum zählt nicht. Na, komm mal ein Stück nach vorne hier. Ah, einmal habe ich die Nummer erwischt. Er wollte mich verarschen. Erwischt. Also den fand ich jetzt nicht so schwer. Ich habe mich bloß ein bisschen blöd angestellt. Das ist alles. So, lasst mich mal durch hier. Ich würde gern hier wieder rüber. So. Aus dem Weg. Sonst wird geschnetzelt. Ah. Hallöchen. Zu langsam. Immer noch zu langsam. Wie man schon eiskalt mit denen rumspielt, ne? Man wird halt langsam einfach zu strong. Ist halt einfach so. Aber wir wollen noch stärker werden. Hier sind deine Schweißdrüsen. Du hattest recht. Die Jagd war prickelnd. Hättest mitkommen sollen, Corvus. Vielleicht würdest du endlich mal lockerer, wenn dich eins dieser Dinger geschockt hätte. Laber mich nicht von der Seite an, sonst passiert was. Du solltest Corvus nicht so reizen. Nimm deine Belohnung und geh. Okay. Das nächste Jagen abgeschlossen. Gut. Sie hat ja schon wieder 9 Mohn, also nehmen wir auch gleich 9 Mohn mit. Schadet schon mal nicht. Und das nächste scheint am Tag zu machbar zu sein. Das heißt, ich gehe hier mal kurz schlafen. Weil nachts ist zwar schön und gut, aber für die Questen ist es halt immer ein bisschen blöd. Wenn dann alle 2 Minuten gejagt werden. Also, machen wir es jetzt. Aber vorher, Mohon. Also das, was ich ausgegeben habe bei ihr jetzt eigentlich schon. Damit kann sie sich bald eine goldene Nase verdienen. So, dann können wir auch gleich mal neu anfertigen. Fertigung, da. Und dann würde ich sagen, machen wir mal 28 Stück. Patz. Fertig. Und ich habe immer noch so viel übrig. Oh, ist das schön. Was hast du für mich? Ich habe einen Kunden mit einer speziellen Bitte. Mein Name ist Harlan. Die Baba hat mir von dir erzählt. Du bist also ein äußerst mutiger Zutatenlieferant. Ich mache das, wofür man mich bezahlt. Nichts Besonderes. Da liegst du falsch. Die Baba rettet Menschen. Und da du ihr hilfst, rettest du also auch Menschen. Was brauchst du? Mein Vater liegt im Sterben. Ein Blutparasit. Die Baba kann ihm helfen, aber dafür braucht sie ein paar sehr seltene Zutaten. Okay, dann gehe ich sie mal holen. Wie gesagt, ist für mich Alltag.
Aber das ist sehr gefährlich. Zu gefährlich. Ich kann nicht zulassen, dass die Baba in meinem Namen darum bittet. Es geht um das Leben meines Vaters. Daher muss ich dich selbst darum bitten. Warum ist diese Jagd denn so gefährlich? Weißt du noch, der Rammer und der Unhold, die du einst für mich jagtest? Es gibt offenbar noch zwei von ihnen in der Stadt. Und wenn ich Harlens Vater retten soll, brauche ich Gewebe von beiden. Tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss. Ist schon okay, Harlan. Aiden wird helfen. Geh zu deinem Vater. Ja, natürlich. Du hast recht, Baba. Noch zwei mutierte Infizierte, hm? Jag sie, Aiden. Du tust nicht nur Harlan einen Gefallen, sondern auch vielen anderen Bürgern, wenn du diese Monster erledigst. Wird gemacht. Na denn? Abmarsch. Wo denn überhaupt? Jagen Sie den brodelnden Rammer zweimal, aha. Und wo soll der tollwütige Unhold sein? Scheint beides in derselben Richtung zu liegen. Na gut, Attacke. Hemmstoffbehälter erkannt. Vergiss es. Aha, da hinten beim Windrad. Natürlich wirst du da. Zeit, den Müll aufzubringen. Halt still! Wer geht rein? Na denn? Erwischt! Na komm. Du bist erledigt, Arschgesicht. Ruhig! Bei euch kriegt das noch nicht so hin. Bei euch kriegt das noch nicht so hin, rechtzeitig zu blocken. Aber nächstes Mal. So. Okay, den einen, den sehe ich, den anderen sehe ich auch. Da ist auch noch einer. Die vier scheinen alle gleich hier zu sein, wa? Nehme ich erstmal die langsamen oder nehme ich die dicken? Ihr spielt jetzt mal nicht mit. Naja, war mir klar. Magmasteine und so. Holy, was war das denn? Was da? Schmeißen die explosive Fässer oder was ist? Was war das denn? Die schmeißen doch jetzt nicht mit explosiven Fässern, oder? Kein Wunder, dass es gefährlich sein soll. Ja, aber es ist ja noch längst nicht unsere gesamte Trickkiste. Irgendwas piept doch da. Irgendwas hat da piept. Aber was das war, keine Ahnung.
Da war eine Mine, wo ich reingelaufen bin. Der hat nur Steine geschmissen, okay. Der hat nur Steine geschmissen. Und trotzdem hat er mich wieder umgerannt. Eieieiei. Ah, nicht nach hinten, Turtle. Ich hab's wenigstens mal ausprobiert. Gehen wir mal aus dem Weg. Er schmeißt gleich wieder. Den haben wir wenigstens einen guten Hit reingedrückt. Und noch ein und Ende. Der hat auch fast nichts ausgehalten. Er ist eigentlich der Schwierigere. Die Laterne ist Bombe. Komm, machen wir mal ein bisschen mehr Crit-Mods. Und los? Ui, hat er mich aber erwischt. Ja, bist auch ein hässliches Mistvieh. Seite. Ui, 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 ui. Ich dachte, ich stehe hier sicher. So, und jetzt? Und nochmal. Weil es so schön war. Im Fernkampf ist es halt mega easy. So, Viole. Hm, Pfeile. Da hat denn da eigentlich auch so eine blöde Mine hingelegt? Kommt denn auf so eine Kacke? Egal, gehen wir mal. Genauso kacke wie die da. Die kommen auf dieselbe Idee. Na gut. Gehen wir mal zur Baba und geben ihr das Zeug. Na komm. Von den Schreien nehme ich gerne nochmal den Kopf mit. So. Baba, ich bin unterwegs. Ich komme geflogt. So, machen wir auf. Mohn, noch mehr Mohn. Ich habe das Gewebe für Harlans Vater. Du hast sie also beide getötet. Sehr gut. Das wird doch klappen, oder? Hoffentlich. Aber das ist keine Zauberei, sondern Medizin. Wir tun unser Bestes und hoffen, dass es reicht. Keine Zauberei? Ich könnte schwören, hier würde gehext. Vertrau mir einfach. Nimm dein Geld und überlass mir meine Arbeit. Mach, was die Baba sagt. Okay, und schon gibt's, glaube ich, schon die nächste Quest, wa?
bei der Baba? Nee, das war... Oh, Alter, wir haben hier mal fast nicht mehr, keine Questen mehr. Ist ja mal der Wahnsinn. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.